Moin moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf mein Video. Ich bin der Silbermatte und schön, dass ihr eine weitere Runde bei mir eingeschaltet habt. Ja, heute seht ihr schon ausnahmsweise mal ohne meine Mütze. Geht es heute gewissermaßen in einer Review, also wie die Woche jetzt so verschatten gegangen ist, was den Goldpreis betrifft. Und dann noch ein paar kleine Real Talk Geschichten, so ein paar kleine Erzählungen nebenbei. Und dann, ja, würde ich sagen, haben wir es für diese Woche wieder mit den Videos. Der Goldpreis, also ist ja auch spannend, ne? Also erst bei 1357,59 Euro pro Feinunze Gold ist der aktuell über die Woche bei 1333,01 Euro pro Feinunze Gold. Also nur nochmal zur Erinnerung, ja, wir reden hier immer über 1000, also über 1000 Euro, ja, das ist ja immer, ich finde es mächtig, wenn ich so drüber nachdenke, wie klein eigentlich so eine Unze ist. Das ist immer wieder faszinierend, liebe Freunde. In Dollar sind es aktuell 1489,06 US-Dollar pro Feinunze Gold. In Silber aktuell 17,55 US-Dollar pro Feinunze Gold und in Euro haben wir 15,71 Euro pro Feinunze Silber. Ich sagte Gold, gell? Silber. Ich meinte Silber. Also nochmal zur Korrektur. 17,55 US-Dollar pro Feinunze Silber. So, jetzt ist es korrekt. Ja, also wir stecken immer noch in der Korrektur. So sieht es zumindest aus. Also danach sieht es momentan aus. Sind zwar immer noch, wenn man jetzt den Goldpreis betrachtet, von diesen 1479,50 US-Dollar entfernt, aktuell bei 1489. Also sind noch 10 US-Dollar Unterschied. In Euro sieht es jetzt nicht so krass aus, nicht so krass zum Sehen, weil der Euro ja auch wieder ein bisschen gestiegen ist. Insofern ist es der Abrutsch, beziehungsweise der Rutsch ein bisschen marginaler. Und ja, ich denke mal, dass das noch ein Weilchen so bleiben wird, was den Goldpreis betrifft, was die Korrektur betrifft. Aber gut, das ist, eröffnet ja auch für den einen oder anderen gewisse Möglichkeiten, in Anführungsstrichen nochmal günstiger an Edelmetalle zu kommen, liebe Freunde. Dann habe ich mir überlegt, ich muss euch mal, wie soll ich das formulieren, mal zeigen, wie unterschiedlich Trends sind. Ja, also Trends sind immer sehr interessant zu beobachten, gerade wenn es um YouTube geht, liebe Freunde. Und da habe ich mir überlegt, euch mal diese Transparenz, also beziehungsweise den Unterschied zu zeigen. Das kennt ja vielleicht der eine oder andere, diesen Trend von diesen Gläsern aktuell. Dieses Glas ist tatsächlich auch noch für eine besondere Aktion gedacht. Vielleicht kennst du eine oder andere. Das Regenbogenglas. Dieses Regenbogenglas ist, diesen Trend für diesen Regenbogenglas hat ein YouTuber ausgelöst namens Tanzverbot. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Video dazu. Ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, spielt so gesehen keine Rolle. Tatsächlicherweise sind diese Gläser circa nicht unter 20 Euro bei eBay und anderen Plattformen zu haben. Finde ich krass, was Trends so auslösen können. Erstmal zur Transparenz, also das ist hier, ihr seht ja dieses Logo hier, mal was anderes. Denn ich habe mir eine Gegenaktion überlegt, guck mal. Das habe ich mir als Gegenaktion überlegt. Ja, also das sind 31,10 Gramm. Das ist eine sogenannte Coca-Cola, ein Coca-Cola Holiday Coin von der Reserve Bank of Fiji, glaube ich, nennt man so, ein Oz mit einem Anteil von 999 Anteile von 1000. Der Nennwert ist 1 Dollar. Ich gucke mal, ob ich das hier so in die Kamera kriege. Ansonsten werde ich euch das nachher noch als Bild anhängen. So. Und hier nochmal die Vorderseite von dem Weihnachtsmann. Ja, das ist für jemanden gedacht, der gewollt oder ungewollt, sei mal dahingestellt, eben mit diesem Glas immer ganz gern Wasser trinkt.
Wer meinen Kanal verfolgt, weiß ungefähr, wen ich damit anspreche. Aber eben, diese Dinger hier, diese Münzen hier, gibt es auch nicht unter, also die kriegt man so circa nicht unter 50 Euro. 50, 60 € so circa. Das ist natürlich limitiert. Selten, klar, logisch. So nicht so einfach als Bullionmünze abzutun, sondern eher als Sammlerstück. Und ja, die Motive ändern sich da auch immer. Es gibt da welche mit Bären, also gewissermaßen Weihnachtsbären etc. und so weiter. Der Coca-Cola Holiday Coin. Das ist meine Gegenaktion zu diesen, Entschuldigung, wenn ich das sage, also meine eine oder andere mag das als Sachgegenstand betrachten, ja, aber für mich ist es halt sinnvoller eben sowas hier zu sammeln und sowas in sowas solchen Dingen hier anzulegen. Deswegen eben diesen Coca-Cola Holiday Coin, um gewissermaßen Aufmerksamkeit zu schaffen für Edelmetalle, liebe Freunde. Aber dazu in einem anderen Video dann mehr. Ja, das zum Thema nächste Aktion gewissermaßen. Ja, ihr kennt mich ja, macht das mittlerweile. Zurück zum Thema Gold-Silber-Preis. Wie wird es denn nächste Woche ausschauen? Also, wie gesagt, die Korrektur wird womöglich wahrscheinlicherweise noch ein Weilchen stattfinden. Bietet natürlich Möglichkeiten für den einen oder anderen nochmal nachzukaufen. Ich finde aber auch, man soll das halt nicht immer, weil ich mal gefragt wurde, du selber Matze, wie machst du das? Was für ein Vermögensverhältnis sollte man so in Edelmetalle bringen, gewissermaßen, ja. Ich finde, man sollte damit halt auch nicht übertreiben. Übertreiben insofern, dass man sich in dieses Thema komplett verrennt, ja. Also Edelmetalle sind gut, richtig und wichtig. Siehe zum Beispiel letztes Video, in Anführungsstrichen Thema BlackRock, ja. Sorry. Muss man aber auch das Leben an sich halt, wie soll ich sagen, man vergisst sich selbst immer ganz gerne, ja, das ist halt auch ein riesengroßes Thema. Man muss nicht jeden Trend hinterherlaufen. Man sollte aber auch versuchen, ein bisschen selbst gewissermaßen das Hirn einzuschalten und einfach auf sich selbst zu hören, ja, oder wie man so schön sagt, auf sein eigenes Herz hören, und dann macht man in der Regel alles richtig. Insofern dieses Thema Edelmetall etwas cool angehen, ja. Ihr wisst es ja, wenn ihr Edelmetalle habt oder wenn ihr euch abgesichert habt, wie diese Absicherung jetzt auch sein mag, dann ist es zumindest schon mal mehr, wie viele andere das so machen, ja. Denn die meisten oder viele sichern sich halt einfach gar nicht ab und leben jetzt nicht von dem Hand in den Mund, würde ich sagen, aber einfach in den Tag hinein, so nach dem Motto, der Staat wird es schon richten. Und das wird er halt eben nicht, ja. Also ich habe euch ja zum Beispiel im letzten Video mal gezeigt, wie Politiker durchaus, ob gewollt oder ungewollt, spielt jetzt hier keine Rolle, beziehungsweise steht auf einem anderen Blatt, eben instrumentalisiert werden, ja, eben durch Konzerne, Stichwort Lobbyismus etc. und so weiter. Ich finde, das ist zum Beispiel auch ein wesentlicher Teil der Politik, der mittlerweile verloren gegangen ist, eben dieses zu sich selbst stehen, zu seiner eigenen Person stehen, ja, Politiker zu sein, der Politik wegen, oder anders formuliert, weil ich das gerne mache, ja, und nicht, weil ich hier jetzt für mich sich die großen Türen auftun. Und da gibt es immer so ein schönes Stichwort oder ein schönes Sprichwort in dem Kontext, der vielleicht das eine oder andere Mal auf den einen oder anderen dann doch halt zutrifft: gibt dem Menschen Macht, dann erkennst du seinen wahren Charakter, liebe Freunde. Ist halt auch ein Spruch mit sehr viel Weisheit, ja, weil es gibt durchaus Menschen, die mit solchen Mächten in Anführungsstrichen oder mit Positionen umgehen können, ja. Aber leider Gottes ist es halt oftmals auch genau der Gegenteil der Fall, und viele können das nicht, ja, und nutzen solche Positionen aus, als Sprungbrett für Lobbyismus oder. Insofern sind Edelmetalle wichtig. Es wird sich in absehbarer Zeit politisch da nicht sehr viel ändern. Wie denn auch, ja, da kommt jetzt wieder so ein zweites Sprichwort zum Tragen: wo viele Menschen sind, da menschelt's eben, ja. Also insofern ist es normal, dass gerade in der Politik eben nicht so schnell ein Konsens gefunden wird zu jedweglichen Themen. Ganz im Gegenteil, die aktuelle Diskussion und die aktuellen Debatten, zum Beispiel jetzt wieder, ja, politische Themen, wie zum Beispiel
diesem aktuellen Brexit-Deal, zu dem ich jetzt auch noch ein paar Worte verlieren werde, dann auch das ist wieder, naja, sehr interessant, in Anführungsstrichen vonstatten gelaufen. Ihr habt das ja alles in den Medien mitbekommen. Ha, der Brexit, jetzt ist er endlich durch. Ah, jetzt hat man endlich eine Einigung getroffen und so weiter. Scheint dann demnach nicht so. Hier nochmal eine kurze News vorgelesen. Britisches Parlament verschiebt Brexit-Abstimmung. Die britischen Abgeordneten haben entschieden, die Abstimmung über den Brexit-Deal mit der EU zu verschieben. Der Schritt deutete auf einen weiteren Aufschub des Austritts Großbritanniens hin. Premier Johnson hält jedoch am Brexit Ende Oktober fest. Schwere Schlappe für Boris Johnson. Seine Regierung wollte ein Ja der Parlamentarier für das Abkommen erreichen, das in dieser Woche mit der EU geschmiedet worden war. Hatten wir alle gelesen und in den Nachrichten sozusagen gehört. Stattdessen votierten die Abgeordneten im Unterhaus über mit 322 zu 306 Stimmen dafür, ihre Zustimmung für den Brexit so lange zurückzuhalten, bis der gesamte Gesetzgebungsprozess abgeschlossen ist. Johnson ist damit nur per Gesetz verpflichtet, bei der Europäischen Union eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. hinaus zu beantragen. Es erwartet wird, dass der Premier trotzdem weiter versuchen wird, den Deal noch rechtzeitig durchs Parlament zu bringen, indem er das Gesetz bereits am Montag vorlegt. Johnson betonte, er werde sich weiter für den pünktlichen Austritt am 31. Oktober einsetzen und nicht mit der EU über einen weiteren Aufschub zu verhandeln. Ja, ihr seht also, dieses Thema Brexit ist anscheinend immer noch nicht vom Tisch. Inwiefern dieses Thema Brexit dann noch weiter in dieses Thema Gold und Silber mit reinspielen wird, bleibt abzuwarten. Gerade wenn es um dieses, ja, Handelsabkommen kann man jetzt nicht sagen, ja, so diese Handelsstraße, kann man das Handelsstraße nennen? Ich weiß es nicht, so zwischen also Irland, Nordirland, diese Seetangente, also diese Meeresenge da, ja, also wo ja diese Handelszölle gewissermaßen an den Hafen erhoben werden sollen, etc. und so weiter. Also hier ist noch einiges im Unargen und es bleibt abzuwarten, was die Zukunft in naher Zukunft noch so bringen mag. Liebe Leute, das soll es aber gewesen sein. Also wie gesagt, ich denke, am Montag werden wir erstmal keine steigenden Kurse sehen oder zumindest nicht so, dass man jetzt sagen könnte, wir haben jetzt hier eine absolute Gold- und Silber-Rallye, die voll intakt ist. Zumindest nicht gleich ab Montag. Ich denke, die Abwertung wird noch in der einen oder anderen Stärke andauern. Das, wie vorher schon erwähnt, das mag vielleicht nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht für den einen oder anderen nachzulegen, gerade was den Gold- und Silberpreis betrifft. Ihr wisst es ja, bei dem Thema Edelmetalle sollte man ein bisschen ruhig sein. Ihr wisst es, wenn ihr es habt, physisch habt, dann habt ihr schon mal die Hälfte, beziehungsweise eigentlich, ja, meiner Meinung nach, so ziemlich alles richtig gemacht, liebe Freunde, ja. Insofern, wenn euch das Video gefallen hat, diese kleine, wirklich, wirklich nur kurze Wochenende, kleine Real-Talk-Geschichte, Talk-Runde sozusagen, ja, dann gerne liken, abonnieren und kommentieren und schreibt mir eure Meinungen, schreibt mir eure Kommentare, darüber freue ich mich immer wirklich sehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst.